Trophy! Truly! In der letzten Folge habe ich Wildschweinbraten gekriegt. Ohne Pfefferminzsoße. Aber mit Knödeln und Rotkraut. Ja, für dich habe ich kein Lied vorbereitet. Mach mal weiter. Gemeinheit. Hat keins so gut gepasst, was mir direkt in den Kopf gestiegen wäre. Lebt denn der alte Holzmichel noch, wäre was gewesen. Nichtsdestoweniger ist Sophie auf ihren Wegen, nun einsamen Wegen, einem Herrn begegnet, in dessen Haus sie aufgenommen wurde. Es schien sich um ein Heinzelmännchen zu handeln, ein Winterheinzelmännchen. Da durfte sie bleiben, da hat sie ein paar Kinaien kennengelernt und rausgekriegt, was Kinaien überhaupt sind. Lappen. Ja, aber das ändert nichts daran. Mit denen konnte man immerhin Doppelkopf spielen lernen. Und ja, dann ist sie weitergelaufen und an dem kleinen Wäldchen vorbei und durch Kalbe durch und hat in Kalbe dann irgendwie, ist sie da, wollte sie eigentlich ihre Vorräte auffüllen, die sich dem Ende geneigt haben. Und ist irgendwie in so einen Supermarkt gegangen und dann auch recht schnell wieder rausgestolpert, weil aus irgendeinem unerfindlichen Grunde ihr Feenschein irgendwie durchgeblitzert hat. Das hat eine etwas seltsam anmutende Gestalt, also ich rede hier von einem Mit-40er mit blondierten Strähnchen. Hey, ich glaube, du bist einfach noch nicht im Heute angekommen. Ja, ich lebe noch in der Vergangenheit. Der hat sie auf jeden Fall nicht mehr so ganz in Ruhe gelassen und als sie dann bemerkt hat, dass er sie verfolgt hat und irgendwie ein bisschen was gefaselt hat, wo Sophie nicht genau wusste, was er jetzt eigentlich ist. Sie wusste nur, dass er kein Mensch ist, aber was genau er jetzt ist, wusste sie nicht. Er wusste so offensichtlich so ein bisschen was von Feen. Da war aber jetzt nicht klar, ob das wirkliches Wissen ist oder ob das vielleicht irgendwie doch nur irgendwelche Sagen und Geschichten sind, die ja auch durchaus überall vertreten sind. Was ist denn Wissen über Feen? Das sind doch nur Sagen und Geschichten, weil nie irgendwas stimmt, weil alles immer irgendwie uiuiui ist, damit der Spieler immer sagen kann, nein, aber das ist jetzt anders. Ja, aber es ist nicht ganz rausgekommen, ob er jemals wirklich eine Fee wirklich gesehen hat oder nicht. Ich finde, das ist schon rausgekommen. Er hat doch von dem Satyrn ziemlich explizit gesprochen und als du das Halb-Satyr-Bild gezeichnet hast, hat er es direkt wiedererkannt. Ja, das stimmt. Aber das hätte ich dann auch wieder erkannt, weil es einfach nur eine Pansfigur war. Na gut. Auf jeden Fall hat Sophie ihm, als sie ihm dieses Bild so halb in die Hand gedrückt hat, um zu sagen, ja hier, übrigens, das ist es, hat sie ihn verzaubert. Dadurch, die musste ihm mal was geben. Weil sie sein freundliches Angebot, mit ihm und seinem Daddy zu leben, nicht irgendwie gut fand. Nee, fand sie irgendwie nicht so cool. Die hat ja jetzt nur auch eine Aufgabe, da kann sie sich jetzt, oder nicht eine Aufgabe, also doch eine Aufgabe auch, aber auch irgendwie eine Mission zu erfüllen. Und da kann sie es jetzt sich nicht leisten, wenn sie gerade auf dem Weg zu etwas ganz anderem ist, einem Ziel, das sie noch nicht kennt. Mission erfüllen, ich mache eine Selbstfindungsreise. Das ist doch die Mission. Achso. Ja. Man kann auch mal für sich selbst auf eine Mission gehen. Das stimmt allerdings. Das hat Lady Sophia vorhin so eindringlich David klar machen wollen, dass man auch mal was für sich selbst tun kann. Ja, eben. Ist manchmal auch wichtig, sowas zu tun. Genau, deswegen lässt Sophie David ja jetzt gerade auch in Ruhe. Was du meinst mit in Ruhe ist allein mit ja, seinem Schmerz. Töte. Ich weiß doch gar nicht, dass der tot ist. Halb doch, das hat David dir geschrieben. Letztes Mal. Allein mit so einem halbgaren Prophezeiungsshit. Aber dafür sind wir ja gar nicht hier. Ja, hat er, aber da war ihr Handy doch schon wieder tot. Müsste ich nochmal nachhören. Ist aber jetzt auch tatsächlich irrelevant. Kratzt dich ja nicht.
Stimmt, denn Sophie ist eine egoistische Mistkuh. Auf jeden Fall hat dann dein Eisbär den Typen gebissen, das war nicht cool. Das macht man nicht. Doch. Also, dann ist er weggerannt, aber er hat dich mit Salz bekippt! Ja, das hat sich Sophie auch wieder aus den Haaren oder wo auch immer es hängt geschüttelt. Das war eher so eine Prise. Ja. Na gut, und dann bist du in den Traum rein, sagst du. Viel Spaß und bleib geil. Das hat jetzt unnötig lange gedauert. Deine Mutter hat unnötig lange gedauert. Nee, die hat unnötig lange gebraucht. Ja, das stimmt schon. Der Traum ist an der Stelle dünn. Wir sagen dünn. Nicht sehr dicht und deep. Es wirkt sehr flimmernd. Das Gras und der Kiesweg, auf dem du stehst. Der Wegweiser mit zwei Abzweigungen gibt's. Die Wolken sind sehr eindimensional und haben wenig Schattierung. Sie sind einfach komplett weiß. Und auch du fühlst dich noch nicht so wie beim letzten Mal, wo du eingetaucht bist. Fähiger, eisiger. Man bekommt das Gefühl, als wäre man eine Zeichentrickfigur in einem von mir gezeichneten Cartoon. In einem von jemandem mit mittlerer Begabung gezeichneten Cartoon. Sophie stemmt die Hände in die Hüften, schaut in den Himmel und sagt, da geht aber noch mehr. Mhm. Übrigens, die Schrift auf den beiden Wegweisern kann man auch nicht wirklich lesen, wenn man näher kommt. Einfach deswegen, weil wenn man bei einem Cartoon aus der Entfernung Schrift sieht, dann ist das ja keine richtige Schrift, sondern es sind Sachen, die aussehen wie Zeichen. In einem Cartoon kann man der Sache nicht näher kommen, hier schon. Man kann aber immer noch genauso wenig lesen. Zum Glück also kommt aus der einen Richtung rechts gar Firdus Fokatel des Wegs. Firdus Fokatel, wird sich keiner mehr erinnern, ist der Tourist, der damals bei den Schrotgnomen auf dem Leichenberg saß und auf die Riesenadler wartete. Kommt also ran, winkt dir auch fröhlich zu, er zieht hinter sich her so eine Pergamentrolle, die ungefähr 400 Kilometer lang sein muss, und rollt sie währenddessen auf. Es scheint ein eher mühseliges Treiben zu sein. Na, hallo. Guten Tag, guten Tag. Ist aber schön, dass wir uns nochmal treffen. Ja, habe ich jetzt so schnell auch nicht mitgerechnet. Ja, ne, ich meine, ich komme ja viel rum. Ich wusste ja auch nicht, ob Sie auch. Ach, ich sag Ihnen, ich mach gerade eine Welt, also eine Weltenreise. Alle Welten von A bis Z, von Aalen bis Zschka. Wohin geht's bei Ihnen? Immer der Nase nach. Ja, war ich auch schon. War nicht geil. Ist aber auch egal. Was ich Ihnen nicht empfehle, also wirklich, jetzt mal unter uns, zwei Touristen. Da hinten, wo ich herkomme, nicht empfehlenswert. Das hätte man hier ruhig mal ausschildern können. Ist ja kaum leserlich, was hier steht. Da hinten liegt Aventurien. Ja, wenn was? Aventurien. Es ist so eine Welt mit, ja, mittelalterlich angehaucht, also schon kuschelig warm, fehlt aber einfach ein bisschen auch die Härte des Mittelalters. Ich finde, da wäre noch was gegangen, gerade so für die Besichtigung, dass man mal die Anstrengung, das Leid, die ganzen Probleme des Mittelalters, das ist schon alles sehr weich gezeichnet, sehr abstrahiert, wirkt ein bisschen so, wie als würde man die Wanderhure lesen, wissen Sie? So einfach so ein Pseudo-Wunderhure? Nee, die Wanderhure. Ja, auch ganz furchtbar. Also so ein pseudowissenschaftlicher Roman. Wissen Sie? Wo dann am Ende geht's auch nur darum, dass die beiden sich kriegen. Ist da hinten so ähnlich. Und die Leute wirken sehr klischeehaft. Da gibt's einzelne Völkchen und einzelne, naja, sagen wir mal, Milieus und auch hier andere Gestalten, also menschliche Gestalten. Die sind aber doch sehr, sehr, sehr klischeehaft. Und ich meine, es ist gut, wenn alles seinen Platz hat. Wissen Sie, wenn man nach dem Weg fragt, kann einem wirklich jeder genauestens sagen, wo jetzt das Objekt der Begierde liegt. Ne? Also einfach, genau jeder Stein ist vorgezeichnet, wo der liegen muss, jeder Busch. Und da gibt's auch, ich wollte,
die Notdurft. Ja, wollte ich mich in so einen Bus stellen und da mal Wasser lassen. Ging aber nicht, weil, also, ich möchte es vielleicht gar nicht ausführen. Wenn man einen Stein wirft, da kommt er wieder zurück, weil alles halt festgeschrieben ist. Das heißt, vielleicht für eine Reise könnte man es machen, wenn das so jetzt ihr Ding wäre. Aber man guckt sich auf jeden Fall die Sachen nicht zweimal an. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und außerdem, das müssen sie sich vielleicht vorher überlegen. Sie werden halt alle naselang gefragt, ob sie jetzt Schurke oder Held sind. Dazwischen gibt's nichts. Und irgendwie habe ich auch gehört, das muss man schon bei der Geburt, wird das festgelegt. Das kann man auch nicht mehr ändern. Das ist also eine einmalige Sache, wenn sie da hingehen. Und das kommt wohl mit verschiedenen Folgen dann auch, die das an und für sich, ne, halt hat. Klingt nicht sehr bereisenswert, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht genau, was auf der anderen Seite liegt. Aber ich weiß, dass es nicht das nächste das nächste Ziel ist. Ja? Jetzt weiß ich gar nicht genau. Ich habe hier die falsche Seite angefangen aufzurollen. Hier hinten steht nur, wo ich auch noch hin will. Na gut, ja. Er wird weiter versuchen einzurollen. Versuchen es mal mit der Richtung. Ja, aber ich will ja schon alphabetisch vorgehen. Ach so. Ja, sonst muss ich irgendwie jetzt ein paar Kilometer zurücklaufen, um da die Mitte zu finden, wenn ich was abstreichen will. Jetzt habe ich es halt falsch schon gemacht, gut, aber dann mache ich hier lieber so ein paar Stunden aufrollen und dann, nö, es ist, glaube ich, einfach praktikabler für mich. Okay. Aber jetzt habe ich ja gar nicht richtig, ich habe es ja die ganze Zeit zugetextet. Wo geht's bei Ihnen nochmal hin? Ach, der Nase nach, hatten Sie gesagt, ne? Ja. Ja, habe ich ja doch gefragt. Stimmt. War eine der ersten Sachen, die Sie gefragt haben. Ja. Ich dachte schon, meine Manieren wären, während er das sagt, implodiert die entfernt liegende Welt hinter ihm. Oh. Ein weißer Ball bildet sich, der langsam anfängt, ein paar herumliegende Blätter anzuziehen und sie werden dann in die Länge gezogen, je näher sie dem Zentrum der Implosion kommen, wie sich das halt gehört. Barnaby und Sir William nehmen Reis aus. Okay. Ja. Was ist das? Ja, ich glaube, da ist gerade auch einfach, hätte ich auch gar nicht, also hätte ich das gewusst, na gut, das kann ich sagen, ich war da, bevor es kaputt gegangen ist. Ja, ich glaube, das ist einfach unter der Fantasielosigkeit zusammengebrochen, das Konstrukt. Ah. Konnte sich wohl selbst nicht mehr tragen. Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass Dumbledore oder ein Rettungssaurier jetzt bald kommt. Ich will hier sonst nicht wirklich stehen, wenn das hier das reicht, naja. Ja, der wird gleich appariert kommen. Okay. Ich werde mal gehen. Ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. Der Danke, gleichfalls. Ja, dann wiedersehen. Tschüss. Sophie nimmt ebenfalls Reis aus. Daddy, von wegen Scheibenweltanspielung. Ich glaube, Changing ist eine ziemliche Scheibenweltanspielung, weil in der Hinsicht, dass Feen ja wie die Götter der Scheibenwelt sind. Sie werden immer kleiner, je weniger die Leute an sie glauben. Das stimmt allerdings. Aber ja, gut. Sophie nimmt Reis aus, hast du gesagt? Ja. Also schon auch im Laufschritt? Die beeilt sich schon. Ja, weißt du, jetzt gehen oder eher so rennen? Eher, also je nachdem, wie stark diese Implosion da ist. Die scheint stark genug, dass mehr und mehr Kleinteile hineingezogen werden. Dann rennt sie. Das macht sich mit so einem großen Wanderrucksack schlecht. Das stimmt. Also ich sag mal, wenn sie das Gefühl hat, nicht schnell genug von der Stelle zu kommen, dann lässt sie auch vielleicht den Wanderrucksack mal da, wo er ist. Na, das ist gut. Das ist gut. Also richtig sprinten auch, ja? Das Einzige, was sie sich bemüht, ist vielleicht aus der Seitentasche noch kurz den Block rauszunehmen. Nein, der Block ist Teil von dir. Es ist egal, wenn der wegkommt, egal wo, dann ziehst du ihn aus der Tasche. Weißt du? Ist egal. Okay. Der kann niemals weg sein. Außer ich behaupte mal was anderes. Aber so schnell wie du kannst. Wieso fragst du das so? Ja, weil es keinen Unterschied macht. Also. Du rennst um dein chimärisches Leben. Das ist vernünftig.
In Changeling hat noch nie irgendjemanden irgendetwas weitergebracht, was vernünftig war. Du merkst, wie sich langsam deine Gestalt zerrt und zieht, wie du in die Länge gezogen wirst. Und kurz bevor du dich in Teile aufspaltest und in das Zentrum der Implosion hineingezerrt wirst. Sehe ich einen Splittermond. Gefällt mir. Oh Mann. Kann man. Was dreht das hier? Eine Crossover? Garantiert, garantiert. Wir gehen in die Welt. Ja, also. Einer Implosion folgt ja nicht immer eine Explosion. Hier aber schon. Was den Vorteil hat, dass du nicht aufgelöst, zerfetzt und ins Nichts gezogen wirst. Was den Nachteil hat, dass sich die Druckwelle wegfegt. In deinem Flug. Wie lange fliege ich? In deinem Flug also, in beträchtlicher Höhe, mit eisigen Winden, die dein Gesicht peitschen, wirst du Winterlandschaften überblicken. Du wirst viele kleine Dörfchen sehen, wo die einzelnen Familien und Dorfgemeinschaften so fest zusammenhalten, wie es wohl nirgendwo anders zu finden sind, um sich gegen das Außen, gegen die Kälte, gegen den Tod zu verteidigen. Und du wirst die sehen, die sich selbst nicht mehr ernähren konnten und auszogen, um andere Dörfer platt zu machen. Du wirst den Zauber sehen der Natur, die entweder mit dem, was die Menschen und die anderen Wesen dort schaffen, harmoniert oder auch einfach nur den Zauber der Natur, einen gefrorenen Wasserfall, wie du ihn zu Hause hast, die Stärke und Macht der Natur, die Tödlichkeit und allgemein alles zum Schnelldurchlauf, was der Winter zu bieten hat. So, Reise zu Ende. Nein. Du wirst irgendwann an Höhe verlieren. Ganz langsam. Wie lange fliege ich? Es dauert schon ein halbes Stündchen Flugzeit, können wir schon einrechnen. Ha! Du kannst in der Zwischenzeit leider nicht zeichnen. Das ist mir gerade auch aufgegangen. Du wirst also an Höhe verlieren, aber dadurch, dass du jetzt nicht mehr so schnell bist, hast du etwas mehr Kontrolle über deinen Flug an sich. Das ist ein gut. Spezielles Ziel, was du ansteuerst. Nee, erstmal nicht, weil ich ja gerade noch am Fallen bin oder am langsam auf den Boden fliegen bin. Ich bin eine Schneeflocke, die zu Boden trudelt. Ich hätte als kaltes Äquivalent eher ein Komet genommen, muss ich gestehen. Okay, oder ein Hagelkorn. Ja. Okay, der Komet gefällt mir besser. Klingt irgendwie cooler. Nee, kein Ziel eigentlich. Einfach mal gucken, was so geht. Mal gucken, wo man landet, wenn es jetzt nicht gerade die Sahara ist. Ja. Du fällst mit ordentlich Schmackes gegen das Ende der Karte. Eine unsichtbare Wand. Das sind tatsächlich grobe Schmerzen, die dich ereilen. Du spürst keine Knochenknacken oder sowas. Aber, ne? Es presst einem schon ordentlich die Luft aus den Lungen, sagst du. Auch das, auch das. Und Ödeme und Hämatome kriegst du geschenkt. Das Kartenende an sich bricht dann. Ach, eine Alpha-Wand. Ja, auch das. Bricht dann und du platschst in eine Art Sumpf. Die Höhe, die Fallhöhe, die dann sich, also wenn du da durch die Wand durchbrichst, die Fallhöhe beträgt gerade mal 4 Meter, es ist also alles im Rahmen. Der Sumpf an sich. Ist gefroren? Nein, das hätte sehr wehgetan. Hat etwas sehr Ätherisches. Das heißt, das verwesende Bewuchszeug, was es da gibt, ist weißlich und tropft teils in den Sumpfboden. Alles leuchtet etwas in grünlich-weißlichen Farben und du siehst Tausende von Irrlichtern. Jedenfalls ist das das Erste, was einem in den Kopf kommt. Das sind kleine grüne oder rote Kugeln,
In der Tat gibt es eigentlich alle Farben. Aber immer nur eine auf einmal. Die herumfliegen. Eine flattert über deinen Kopf und dein Gesicht fühlt sich leicht angesaugt, als wärst du ein Stück Metall und die Kugel ein Magnet. Und die fliegen da über alles herüber und verändern teils Dinge. Dinge ist sehr spezifisch. Was meine ich mit Dinge? Gravitationsverhältnisse. Wenn zum Beispiel irgendwie so ein umgestürzter Baumstumpf da liegt und so ein Ding fliegt drüber, dann fliegt er plötzlich in den Himmel hoch. Wenn das Ding vorbeigezogen ist, fällt er wieder runter. Druckverhältnisse. Zum Beispiel daran zu sehen, dass ab und zu mal irgendein Frosch platzt. Oder, ja, platzt oder zusammengequetscht wird. Solche Dinge. Siedetemperatur, wenn plötzlich einfach der Morast anfängt zu kochen. Sophie ist sehr verwirrt. Mhm. Steht auf. Langsam. Und rappelt sich auf vielmehr. Blickt sich um. Und geht ein paar Schritte. Die Dinger sehen nicht so aus, als ob man mit denen reden könnte. Wenn es gerade grün ist, geht sie sogar mal mit der Hand in die Nähe eines solchen Dinges. Aus Neugierde. Die wechseln nicht die Farbe, ne? Ach so. Aber ja, grün. Du gehst in der Hand in die Nähe. Grün. Grün. All das und mehr in der nächsten Folge. Grün heißt, die Härchen deiner Hand werden sich laden. Elektrostatisch. Kribbelt. Aha. Da du mit der Hand in die Nähe gegangen bist, wird es jetzt deinen Arm abfliegen und am Ende hast du eine Ballonfrisur. Dann zieht es an dir vorbei. Mit den roten Dinger mache ich das nicht, dann fackel ich bestimmt ab. Rotes Gravitation, weiß ich nicht, ob das empfehlenswert ist. Ja. Die Dinger sind unterschiedlich groß und haben entsprechend unterschiedlich starke Effekte. Okay. Dann halte ich mich von allem, was Großes, fern. Mhm. Denn die Effekte sind vermutlich eher negativ für mich. Es liegt viel Schönes im Platzen. Mhm. Antigravitonen. Die Existenz von Gravitonen ist nicht bewiesen. Na, das ist doch Sophie egal. Die brauchen doch jetzt gerade mal einen Namen. Sie gibt ihnen gerade einen Namen. Mhm. Also. Ich dachte, das war ihr ein Outgame-Kommentar. Nee. Verzeih mir. Das war Ingame. Okay. Und, ob sich solche Dinger irgendwo in die Welt reingesetzt haben und deswegen gibt es sowas Sinnloses wie Naturgesetze? Das sind eigentlich nur diese komischen kleinen Dinger bestimmt. Witzig. Sophie hat wieder was gelernt. Sehr gut. Straft ihren Physiklehrer gerade Lügen. Dadurch, dass... Ja, natürlich, dafür, dass er eine 5 im Physiktest verpasst hat. Die hatte doch recht. Ja, dann geht sie weiter und guck mal, wohin sie kommt. Naja. Ich will nicht sagen ins Nirgendwo, aber das Einzige, was dir irgendwann als mittelmäßig interessant auffallen könnte, ist ein Typ. Okay. Ist ein Typ mit einem Hexenhut mit einem kleinen Windrädchen darauf. Er hat einen Bart, den er in den Gürtel stopft. Der Bart selbst ist blond, die Haare aber schwarz. Er trägt, ich sag mal, Sumpfkleidung. Das Nötigste. Er scheint schon länger hier zu sein. Und ritzt in einen alten Baumstamm mit Hilfe eines anderen Stockes
irgendwelche Schriftzeichen, die du auf jeden Fall nicht erkennst. Hi. Da fällt das mal rückwärts in den Schmodder. Das Schöne an dem Schmodder ist, man kann ihn im Gegensatz zu herkömmlichem Schmodder einfach abstreichen und das ist wieder Lotus-Effekt. Er braucht also ein bisschen, um da zumindest mal sein Gesicht frei zu machen. Guten Tag. Hallo? Hallo. Salve. Ave? Hallo reicht. Ich weiß nicht. Ja. Schön, dass mal jemand reinschaut. Ich bin hier so reingeplatzt. Ja, kenne ich. Okay. Weltenimplosion? Ja. Aventurien. Kenne ich nicht. Ist vielleicht doch besser so. Ist auch sinnlos. Ist ja jetzt gerade implodiert, explodiert, keine Ahnung. Ja, wird sich wieder aufbauen. Echt? Glaube ich. Ja, schlechter als vorher. Also ich war ja selber nicht da, aber das, was der Tourist erzählt hat. Ist auch nur eine These. Ich habe keine Ahnung. Bin schon länger hier. Sagtest du schon. Bin ich mehr so gut in Konversation? Naja, Sprache hast du mir nicht verlernt. Das ist klug. Die Finsterbergmade. Ja. Da hast du dir ja was vorgenommen. Stimmt. Hast du einen Namen? Bisnack? Ja. Bisnack. Okay. Oh no. Sophie. Sophie? Ja. Was ist das hier? Das darf ich den Nöckern aber nicht erzählen. Nöcker? Okay. Du bist schon länger hier, das heißt, du weißt auch nicht, wie man hier wegkommt, hm? Doch. Oh. Also du bist freiwillig hier. Ja. So, das kann ja keiner ahnen. Also am Anfang nicht. Aber jetzt schon. Okay. Hast du dich angefreundet mit den Fubas? Ich meine. Wovor? Ach so, ich wusste nicht, dass du keine bist, dann lass ich dich in Ruhe. Nein, verstehe es nicht falsch. Abwechslung ist schön, nur nicht jeden Tag. Also ich meine, ich brauche keine anderen Leute. Jetzt, wo ich hier bin, ist es ja schön. Aber jetzt, wo du da bist, so eine Gelegenheit, die kommt ja nicht so bald wieder. Naja, bis halt das nächste Mal irgendeine Welt implodiert. Steht meistens keiner in der Nähe. Hm. Man braucht genau den richtigen Abstand, glaube ich. Wenn man zu weit weg ist, dann fliegt man nicht so weit und klatscht auf den Boden. Und ist Matsch. Hm. Wenn man zu nah dran ist, wird man reingezogen. Und keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch Matsch. Wird vielleicht ein Teil der neuen Welt. Als Backstein. Ziegenhaufen. Oder als Baum. Baum. Und wenn man richtig weit weg steht, dann hat man hier. Denke ich mal. Ah. Ja. Okay. Wo kommst du her? Bisnack.
Du heißt Bisnack und kommst aus Bisnack. Dein Vater heißt Bisnack, deine Mutter heißt Bisnack, all deine Geschwister heißen auch Bisnack. Ich geb's ja zu! Bisnack, das ist meine Welt. Ich hab sie erfunden. Die war nicht so schlimm. Die Leute haben nur nicht gesehen, dass sie vielschichtig ist. Die hatte Akzente. Eigentlich überall. Ich hätte an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Stelle hätten vielleicht noch ein paar Feinheiten gefehlt. Ich war fast so weit. Bisnack war cool. Und innovativ. Gab Drachen. Echsenmenschen. Und Elfen und Zwerge. Die Zwerge waren alle gierig. Also fast alle. Die wollten immer Gold. Haben gern Stollen gegraben, haben die. Und stolz waren die. Zwerge, die sind nicht gern zur See gefahren. Die waren total vielschichtig. Das gab's noch nie. Elfen haben in den Wäldern gelebt. Die waren alt und weise und super hot. Auch die Männer. Sie konnten super gut Bogen schießen. Naturverbunden. Gab's doch nie! Ja. Bestimmt nicht. Mal kreativ, innovativ. Teamfähig waren die Leute. Begeisterungsfähig. Und kreativ. Ja. Okay. Ich geh dann mal weiter. Kommst du ja nicht raus durch Weitergehen. Sondern? Das soll ich dir jetzt wohl sagen. Du willst doch deine Ruhe haben. Ich bin gut daran, nicht zuzulabern, bis du so genervt bist, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Wir könnten hier sitzen. Ich hab eine Kuhle im Baumstamm. Irgendwann hast du auch eine Kuhle für deinen Baumstamm. Also vom Sitzen. Für deinen Hintern. Und dann könnten wir könnten Welten erfinden. Mir steht was vor. Crossmack. Cyberpunk. Noch nie da gewesen. Da gibt's Module, die kann man sich in den Kopf einsetzen. Und dann kann man ins Internet. Und Konzerne. Langweilig. Die unterjochen die Leute. Langweilig. Superkapitalismus. Langweilig. Ja, vielleicht packe ich auch noch Magie mit rein. Das ist innovativ, das gab's noch nie. Simpsons did it. Ich verfluche. Ihr habt noch mehr Ideen? Steampunk. Simpsons did it. Da gibt's Welten, die fliegen. Also so Bruchstücke quasi. Und wird super. Bestimmt. Dampf. Und so Fliegerbrillen, die hört dann jeder auf. Und Unterwasserwelten, unter riesigen Kuppeln und nur mit U-Booten kann man hin und her fahren. Das ist albern. Das ist doch total Klischee. Bitte. Haben wir vielleicht. Ja, das war's. Mhm. Vielleicht würde das gehen. Also willst du jetzt hier weg oder nicht? Ja! Ja. Ich hab Laufschuhe erfunden. Da. Er deutet auf ein paar Sumpfsandalen. Die sind bestrichen mit dem Schmodder unten, aber der Schmodder hat leicht die Farbe verändert, der muss also noch irgendeinen Extrakt dazugegeben haben. Ansonsten sind sie echt einfach gefertigt mit dem, was er da hat. Ein Teil seiner Kleidung ist wohl auch dafür draufgegangen, für die Schnallen und sowas. Okay. Und
Und, ja, die ziehst du an. Über die Schuhe. Okay. So viel tut, was er sagt. Das ist eine ziemlich gute Erfindung. Was macht die denn? Die bringt dich hier raus. Ach so. Und warum wolltest du nicht? Willst du hier bleiben, oder? Hab sie noch nicht getestet. Ach so. Willst du sie vielleicht vorher testen? Ah ne, nämlich hier allein, das wäre dumm. Hm. Willst du mitkommen? Nee. Okay. Eine Welt ohne Bisnack ist keine Welt. Achso, Muss ich jetzt einfach gehen? Also, jetzt sofort? Wir könnten uns auch vorher noch kennenlernen. Ich habe heute Geburtstag. Du lügst. Kannst du mir sagen, welcher Tag heute ist? Der 31. Dezember 2655. Oh mein Gott, Cyberpunk ist ja Realität. Hm. Ja. Ich bleib hier. Was will ich denn da draußen? Gute Reise. Tschüss. Also, so, komm mal mit. Er nimmt dich an der Hand und geht ein paar Schritte mit dir zu einer kleinen Öffnung im Boden, also so eine Art Loch, so eine Art Kaninchenbau im Wesentlichen. So, da draufstehen. Ach, ich komme mir gerade vor wie Alice im Wunderland. Das ist auch total Klischee. Ja. Sprechende Hasen. Man entdeckt eine Welt, die für andere nicht sichtbar ist. I'm late. Und für die Normalos ist das... Für die Normalos, die Welt da nicht mitkriegen und du kämpfst gegen die Langweiligkeit der normalen Leute, das ist doch total albern. Ich erzähl dir mal was von der richtigen Welt und er hebt an zu sprechen, aber da schwebt ein kleiner Fuba aus dem Loch empor und berührt deine Sohlen. Und dann löst du dich auf. Oh. Es ist kein direkt unangenehmes Gefühl. Es ist so wie, als würdest du... Als wärst du ein Puzzle und jemand würde dich auseinanderbauen und in eine Schachtel werfen. Ich werde gebeamt. Nein. Du materialisierst dich dann auch wieder. Ohne die Schuhe. Ich werde gebeamt. Du befindest dich, soweit kannst du erkennen, in der echten Welt. Und mit der echten Welt meine ich die menschliche Welt. Oh. Weitere Erkenntnis. Du befindest dich erneut im Fall. Es ist kein gerader Fall auf den Boden, eher so ein schräger Einfall. Du kannst Berge im Hintergrund erkennen. Es sind verdammt hohe Berge und der ganze Horizont ist fucking voll davon. Muss so eine Art Gebirge vielleicht sein. Alles ist weit verschneit. Ein kleiner Wald. Du steuerst darauf zu. Das ist nicht Schottland, das ist auch nicht Bayern. Du klatschst volle Möhre in den Schnee und schlitterst noch einige Meter weiter. Die Schneeflut, die sich dann über den einsamen Typen, der nichts zu tun hat und einfach da rumsitzt, ergießt, macht deinen Auftritt auf jeden Fall sehenswert. Wenn es wäre auch nicht sehenswert gewesen, wenn es keiner gesehen hätte. Ja. Au. Wir reden kein Englisch, aber du brauchst einen Satz, um zu identifizieren, wo du bist. Der Typ schmiert sich den Schnee aus dem Gesicht, Beschreibung folgt und sagt: So what's all that about? Der das Typ ist entweder selbst. Schottland oder Kanada. Ja, das reicht ja schon. Der Typ selbst. 30 bis 40. Knecht Ruprecht Bart. Nein, Knecht Ruprecht ist vielleicht das Falsche. Also ein verwilderter Bart, den wirklich niemand mehr angefasst hat. Der Bart ist voller Eis und Schnee, auch die Nase so ein bisschen, da ist das Wasser gefroren. Auch die einzelnen, die Augenbrauen und das darunter ist voller Schnee. Er hat da natürlich extreme Winter-Sonderkleidung.
Er hat eine kleine Feuerstelle, die du Gott sei Dank ausgemacht hast. Entzündet gehabt. Das war ja nett von mir. Nicht wahr? Und hat ein Zelt dort stehen und noch einiges mehr, was man offenbar zum Überlegen in dieser scheiß Kackkälte da braucht. Es handelt sich um ein Rotkäppchen. Seine Kapuze ist rot. Die Jacke ist rot. Die Kapuze hat ein anderes Rot als das der Jacke. Es ist etwas dunkler. Au. Sie rappelt sich auf. Guten Tag. Hi. Sie blickt sich um. Es ist keine Menschenseele, kein Zeichen der Zivilisation, nichts als Schnee. Du bist jetzt aber nicht hier, weil du irgendwelche Welten erfunden hast und deine Ruhe haben willst, oder? Ich wollte nur sicher gehen. Du siehst nicht so aus. Setz dich. Hat sie eigentlich noch eine Jacke an? Nee, ne? Jacke hast du an. Echt? Hast du wieder an, ja. Dann wundert sie sich gerade darüber, dass sie diese Jacke hat, aber okay. Auch deine Wanderschuhe hast du noch. Sowohl das als auch Tabak und Feuerzeug sowie Filter und Papes. Das ist das Wichtigste. Sie macht sich, dreht sich eine Zigarette. Das denke ich nicht. Okay. All deine Papes sind feucht und damit alle zusammengeklebt. Verdammter Scheiße. Er bereinigt, so gut es geht, die Feuerstelle, das Feuer wieder entzünden. Offenbar hat er versucht, Wasser, also Schnee zu schmelzen. Was machst du denn hier? Also, was war denn das für ein Auftritt? Nein, etwas, keine Ahnung. Stürmischer. Ziemlich unbeabsichtigt. Aber sie blickt sich nochmal um. Er kramt in seinem Rucksack. Wo bin ich hier? In der Nähe von Upper Karlsgag. Sag mir mal grob ein Land oder ein Kontinent, bitte. Westlich. Rocky Mountains. Ah, okay. Nördliches Kanada. Okay. Scheiße, ist das schon Alaska? Das ist völlig irrelevant jetzt. Jetzt ist es Kanada. Ich bin Gary und du? Sophie. Sophie und weiter? Titel? Ich hab keinen Titel. Er ist Ski. Ich bin keine Ski. Also und weiter. Was? Und ich bin weiter. Keine Ski. Was bist du denn dann? Ein Orakel. Orakel? Ja. Er zieht das Messer aus seinem Rucksack. Ein prächtiges Jagdmesser. Orakel. Ja. Stimmt das, was man sagt? Dass ihr so eine krasse Verbindung zueinander habt? Ja. Die anderen wissen, wenn ich dich jetzt absteche und esse. Ja. Wissen und sie. Und du lügst auch nicht? Sehe ich so aus? Lass sie so aus. Lässt das Messer zurückfallen. Etwas enttäuscht. Und jetzt wilderst du in meinem Turf. Was noch hat er gesagt? Und jetzt wilderst du in meinem Turf. Ich tu was? Das ist mein Quadrat. Ich hau auch wieder ab, wenn du das willst. Musst du nicht. Ich bin jetzt nicht hier, um irgendwem ans Bein zu pissen. Pisst mir nicht ans Bein, solange du nicht in meinem... Na, was schon. In meinem Quadranten bist und meine Sachen nimmst.
Hatte ich nicht vor. Na gut. Er setzt sich da endlich. Sie setzt sich hin. Du wirst hier nie rausfinden. Also ohne mich. Das wissen die anderen auch, ne? Sie guckt ihn erstmal an. Also gibt's ein paar Regeln für unsere Reise. Ich bring dich, keine Ahnung, irgendeine Stadt, wo jemand dich fahren kann. Leute sind nett. Scheiß Klischee. Also Regeln. Mein Essen. Mein Essen ganz allein. Was du dir jagst, das darfst du essen. Alles andere gehört mir. Kannst mal die Taschen ausleeren, denn das gehört mir jetzt auch. Alles, was essbar ist. Ich hab nichts Essbares mit. Was sind denn dir deine scheiß Taschen aus? Alter. Die zeigt, sie hat ja nicht viel mit. Na gut. Und warum bist du aus dem Traum raus explodiert? Weil, als ich gerade da war, eine Welt implodiert ist und mich das irgendwo in, ich habe den Namen schon wieder vergessen, katapultiert hat und ich da nicht unbedingt bleiben wollte und, der nächste Weg hat mich hier hingeführt. Hast du das nicht kommen sehen? Dass ich hier lande? Ja. Doch, irgendwie schon so ein bisschen. Dass es sowas hier wird, aber... Dafür bist du verdammt schlecht ausgerüstet. Tja. Mein Zelt, zweite Regel. Komm rein und du bist tot. Im Traum hat es besser gefallen, mich ohne Ausrüstung irgendwo hinzuschicken. Die hat es nämlich nicht bis hierher geschafft. Sie trocknet ihre Papes. Diesen kannst du nicht mehr verwenden. Das ist schlecht. Also, nee, kannst du einfach nicht. Okay. Es ist leider unumkehrbar verloren. Das ist sehr ärgerlich. Er wird aber, wenn er sich das anguckt, das Elend, eine Pfeife rausholen, die mit deinem schönen Zigarettentabak stopfen, was, ist ja auch egal. Ist es unüblich. Dann erstmal was nehmen davon und dann dir das Pfeifchen inhalten. Die nimmt es. Gibt's ihm dann irgendwann wieder. Warum sollte es den Traum gefallen, dich hier abzuladen? Weil ich hierher gehöre, offensichtlich gerade. Der Traum hasst dich. Nein. Ach so. Denk schon. Warum? Weil ich hier bin? Na klar. Naja. Ich bin ein Winterorakel. Wo lädt er mich ab? Im Winter. Naja. Aber du kommst doch gar nicht damit klar. Du wärst ja hier verloren gewesen. Dann ist es wohl für mich an der Zeit, es zu lernen. Vielleicht bin ich deshalb hier. Na gut. Ach, shit. Du erfrierst, ne? Mm-mm. Gott sei Dank. Morgen früh
wecke ich dich, dann gehen wir los. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, Schneesturm kommt irgendwann demnächst an. Dann müssen wir unterwegs sein. Okay. Wir eine Weile reisen. Sie nickt. Er friert übrigens gerade schon eher und wird sich jetzt auch ins Zelt verziehen. Sie zeichnet. Das ist schön. Irgendwann pennst du. Auch wenn dir die Kälte Wurst ist und du im Gegensatz zu ihm in eurer folgenden Reise niemals Wasser erhitzen musst und dir einfach einen Batzen Schnee ins Maul stopfen kannst. Was Vorteile bietet tatsächlich? Das stimmt. Der Wind und die Eiskristalle sind für dein zartes Face trotzdem schmerzhaft und rau nach einer Weile. Schmerzhaft und rau ist der Schnee, der sich in deinen jetzt nicht perfekten Winterstiefeln sammelt und dir in die Füße irgendwann schneidet. All das hast du trotzdem. Die Kälte macht dir nichts aus. Aber es ist dennoch fucking doof. Ne? Ihr wandert durch Schnee, der gut 30 cm hoch ist. Das ist sehr anstrengend. Das stimmt. Du bekommst nichts zu essen in den folgenden Tagen. Es ist unangenehm. Du hast immer noch ein paar Verletzungen von deinen verschiedenen Stürzen. Und es ist eine beschwerliche Reise. Tatsächlich. Er wird in den folgenden Tagen ab und zu abends mal was erzählen. Er ist nicht ganz so wortkarg wie am Anfang. Einfach von seinen Erlebnissen hier. Er lebt nah am Tod ständig. Auch als Rotkappe ist er hier nur so weit geduldet und dessen ist er sich bewusst, wie er sich halt behaupten kann. Und das, was du mitbekommst, ist, er verachtet die Rotkappen, die in Rudeln rumziehen, als Schwächlinge. Er hat hier offenbar keine Probleme mit irgendwelchen Grafen oder irgendwelchem anderen Gedöns, denn hier ist ja nix. Der lebt in irgendeinem Herzogtum, aber das interessiert keine, da kommt ja keiner hin. So. Sophie, also wenn er sie fragt, antwortet sie, aber sie hört mehr zu, als dass sie wirklich selbst erzählt. Fragt dich fast nie was. Okay. Dann hört sie eher zu. Außer, hast du was von meinem Zeug gegessen? Und da kannst du immer glaubhafte Antworten mit, nein, das hast du zum Frühstück gegessen, dann sagt er, ach so. Er fängt auch mal irgendein, was lebt da? Schneehasen? Elche. Ein Elch. Das ist gut. Er wird einen ganzen Elch gejagt haben, weil er vorausgegangen ist, um das Lager zu sichern und dich allein gelassen hat, nachkommen lassen. Du musstest dich also beeilen, damit du ihn noch als Punkt siehst in der Ferne. Er hat einen ganzen Elch gejagt. Du bekommst von diesem Elch nichts. 5 Tage bist du ohne Essen. Das ist echt lange, vor allen Dingen, wenn es kalt ist und wenn es so saumäßig anstrengend ist. Dein Körper, und du merkst es fast, fängt nicht erst seit heute an, sich selbst zu verdauen. Es ist der Hunger, der dich frisst. Der dich so verzehrt, dass er ja auch irgendwann dein Denken übernimmt. Du wolltest ausziehen, um was über den Winter zu erfahren. Aber zum Denken kommst du hier nicht. Es ist alles tatsächlich sehr zielgerichtet. Aber genau das ist es doch, was ich wollte. Auf die Überlegung, ob du dich vielleicht doch mit ihm anlegen sollst. Nur mal um ein Stück rohen Elch in den Rachen zu schieben.
dir danken an den Tod. Du wirst dort nicht erfrieren. Aber das musst du ja auch nicht, um zu sterben. Das stimmt. Des Weiteren habt ihr 2 Tage Pause, in denen du nichts zu essen bekommst, weil der Schneesturm über euch hinwegfegt und erneut die Kälte macht dir nichts, der Rest schon. Zum Schneesturm aber wird er dich tatsächlich in sein Zelt lassen, sogar zum Pennen, beide Tage. Das reicht ja auch locker für 2 Personen. Dann marschiert ihr weiter, bis du irgendwann einfach kippst. Da ist alles aufgebraucht und da gibt es keinen Gedanken mehr und keinen schlauen Einfall. Da gibt es die ganze Zeit nur den Gedanken, dass man nach vorn muss. Irgendwie weiter. Und dann hört es einfach auf. Daddy, nächste Woche, wir müssen uns mal überlegen, ob wir einen neuen Spieler wollen. Klar. Geil. Falls du Bock hast, also Sophie, du warst im Zelt. Eine beliebige Zeit später für dich. Handy ist natürlich, du hast dein Handy noch, ja? Echt? Ja. Die Kälte killt den Akku innerhalb der ersten 5 Minuten, die du dort warst. Dein Handy ist nicht dafür gemacht. Mein Handy hat seit Ewigkeiten keinen Saft mehr. Mein Handy hatte irgendwie ein paar Minuten. Es wurde aufgeladen, als du bei dem Typen übernachtet hast. Ja, aber als sie in dem Wald angekommen ist, hast du schon gesagt, sie hatte nur ganz kurz Saft und da war es schon wieder weg. Nee, der hatte das deswegen, genau, du hast ja vorhin gesagt, Daddy hat dir das nicht gesagt, doch explizit, weil der Typ, der dich bewirtet hat, das Heinzelmännchen, hat definitiv ein Handy aufgeladen, ich erinnere mich. Okay. So war das. Aber ist egal, die Kälte killt den Akku. Und vielleicht das Display, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn du erwachst, bekommst du von ihm direkt in den Rachen gestopft. 1,5 Müsli-Riegel, der die folgenden 10 Minuten deine Welt ist. Das ist aber nett von ihm. Der Hunger aber bleibt. Das Schöne ist, der war nicht frisch, der war nicht neu und der war nicht lecker. Aber er war was im Mund und im Magen. Dann öffnet er den Reißverschluss des Zeltes. Raus. Das wird sie dann auch tun. Er bedeutet dir, ihm zu folgen. Über so eine kleine Kuppe hoch. Rechts sind ein paar Bäume. Du hörst die Trommeln. Du hast sie ja noch nie selbst richtig gehört. Du hast das von David Echo davon gehört. Aber sie sind doch anders. Allerdings scheinst du auf der richtigen Seite zu sein. Vor dir liegt ein kleines Haus. Beschaulich. Holz. Gut gewartet. Am Rande des Sturms, der euch ja fast vollständig überzogen hat, sind jetzt noch die Nachwehen davon. Mit allem, was man da braucht. Ja, so ein komisches Snowmobil und ein geländegängiges Auto. Die Straße selbst scheint aber sogar einigermaßen freigemacht zu sein. Da steht auch ein direkter Straßenkehrwagen. Und einem größeren Schuppen ist kein kleines Haus. Es brennen Lichter. Und Gelächter schallt nach oben. Und du riechst Fleisch. Leckerstes Essen. Es muss ein feines Mahl sein da unten. Willst du nicht hingehen und fragen, ob du was bekommst? Hey. Er klatscht dir ins Gesicht. Mit dem Handschuh, der voller Eis ist. Eisüberzug. Was? Willst du nicht fragen, ob du was bekommst? Nein. Gut. Hättest du auch nicht, denn es ist alles meins.
Dann geht er nach unten. Leicht geduckt. Fast auf allen Vieren wie ein Tier. Sie wartet ein bisschen. Folgt ihm aber irgendwann. Wird sich dem Fenster nähern und durchschauen kurz. Dann umrundet er das Haus und geht zur Tür. Nimmt sich eine Schaufel, eine Schneeschaufel. Tritt die Tür mit dem Fuß ein. Du hörst Schreie von innen, des Erstaunens eher. Dann ein leicht matschiges Geräusch und Schreie anderer Stimmfärbung. Da unten ist Essen. Panik erfüllt die Hütte. Panik und ein Gemetzel. Da ist trotzdem Essen. Was bist du? Du spielst immer so eindimensionale Charaktere. Gerade schon. Also, was macht Sophie denn? Sich was zu essen holen. Du rennst da rein. Er ist mit seinem Töten noch nicht fertig. Siehste, perfekte Gelegenheit für mich. Du rennst zum Tisch und kriegst die Schaufel vor die Brust. Meins! Eine junge Blonde rennt die Treppe nach oben, schreiend, und ihr hinterher. Na dann. Ein alter Mann geht um den Tisch. Er trägt in der Hand eine Schrotflinte, die noch nicht beladen ist, denn sie ist aufgeklappt. Der hat auch einen Blick auch eher darauf gerichtet, aber sie zeigt aufgeklappt noch. Also eher ungefährlich. Schon eher so in deine Richtung und fingert irgendwie in seiner Tasche herum nach vermutlich einer Patrone. Ich lass mich doch jetzt nicht erschießen. Naja, könntest ja mal versuchen, vielleicht gefällt's dir. Nee. Ist da irgendwas, was sie greifen kann? Könntest du den Gegenstand deiner Wahl etwas spezifizieren? Also am ehesten Knüppel. Wenn sowas nicht geht, dann erstmal ein Stuhl oder irgendwas anderes. Eishockeyschläger. Gut, dann den. Oh, Kanada. Dann nimmt sie jetzt diesen Eishockeyschläger und zieht sie dem Typen über den Schädel. Ehe sie sich erschießen lässt? Nein. Er kippt nach hinten. Er ist nicht tot. Aber es gibt ein sehr dumpfes, ekelhaftes Geräusch, als du ihm das Ding überziehst. Von oben hörst du anhaltendes Geschrei und ein reißendes Geräusch. Ich glaube, sie schlägt nicht nur einmal drauf, sondern zweimal oder sowas, weil sie schon irgendwie Angst hat, dass er sich aufrappelt und dann doch noch schießt. Du hast Opa getötet. Was? Dein Schläger knallt in sein Gesicht, es gibt einen Knack und sein Blick ist sofort stumpf. Okay. Schwer polternd kommt die Rotkappe nach unten, zieht ein Bein hinter sich her. Es ist aber nur ein Bein. Guck zu dir. Nickt. Und geht dann zum Tisch und schaufelt das alles in sich rein. Er schaufelt es in sich rein, ekelhafter als ein Tier. Tatsächlich ist es nicht schön, ihn zu beobachten. Das tut so viel trotzdem. Was, Opa töten hast du ja schon. Nein. Zum Tisch gehen und was essen. Da lässt er sie ja nicht hin. Ja, was macht sie denn dann? Hat er noch irgendwas in der Tasche oder irgendwas in der Hand oder irgendwas Sinnvolles? Ja, er hat Skittles, falls du das was sagst, in der Tasche. Nee. So eine Art M&M? Ha, Essen. Sind noch 5 Stück drin. Okay, ist trotzdem Essen. Amerikanische Schokolade und kanadische Schokolade schmecken ja auch richtig scheiße, ist in dem Fall ja aber auch vollkommen Wurst. Du hast stolz 5 Skittles
in deinem Magen. Immerhin. Ist nee, nicht viel. Immerhin. Nee, nicht immerhin. Dein Körper verdaut sich. Okay. Gibt's da noch irgendwas anderes zu essen? Na, es gibt da eine Küche, das ist eine offene Küche für ein Open Concept. Da sind ja auch Küchenschränke, ein Kühlschrank, alles, was das Herz begehrt. Naja, die Rotkappe ist ja noch beschäftigt. Ja. Gehst zur Küche. Ja. Mampf! Er spuckt etwas aus. Halb gekaut. Ziemlich ekelhaft. Vor allem, weil das eine Menge ist, die du sonst nicht kennen kannst von dem, was jemand im Mund behalten kann. Ich hab's dir gesagt. Was du jagst, das darfst du essen und der Rest gehört mir. Dann stopft er sich dieses halb zerkaute Ding wieder ins Maul. Willst du mir jetzt sagen, ich muss Opa essen? Sag nicht so viel, das sag ich. Ich sag überhaupt gar nichts. Aber sie hat Hunger. Das wollte sie doch wissen. Das stimmt. Du bist doch der Patron der Rotkappen. Du verstehst sie doch. Es ist doch okay, was sie tun. Wenn du dich umsiehst, siehst du ein Schlachthaus. Es war nicht so, dass er sie getötet hat, um sie essen zu können. Er hatte durchaus eine Menge Spaß daran, sie zu zerteilen und den Schrecken in ihren Augen zu sehen. Er hatte Spaß daran, ihnen die Zunge rauszureißen, bevor er sie erstmal hat liegen lassen, um sich später wieder mit ihnen zu beschäftigen. Das ist nicht nur Überleben, was er hier macht. Das ist es, was du verteidigst und das ist es, was du wissen wolltest. Das ist das Grauen, was die Menschen gefürchtet haben und das ist das Grauen, was David sich hat fast einscheißen lassen, als er die Trommeln gehört hat. Du sagst das so vorwurfsvoll. Nein, ich sage das, ich dachte, das soll so rüberkommen, dass ich dich jetzt anstachle, dass ich, weißt du, so. Nee, das klang irgendwie, als würdest du mir gerade einen Vorwurf machen, von wegen, wie konntest du so dumm sein? Nein, dann habe ich meine Stimmlage nicht unter Kontrolle gehabt, das sollte dich anfeuern. Tu es! Tu es, das ist es, wofür du hier bist. Das stimmt. Iss ihn! Nee, naja, das schreit dein ganzer Körper. Dass sie sich ein kleines bisschen ziert, ist ja wohl klar. Und dein Körper sagt nein! Naja, irgendwann, der Geist ist unwillig, aber das Fleisch ist schwach. Ist ja eine Fee, auch. Und der nützt ja hier so keinem, was wie er da liegt. Und die Rotkappe ist schnell. Der Tisch ist leer. Er hat da Menschen liegen. Es sind 4 oder so, die er fressen wird. Und der wird die Küche leer fressen. Und er wird den Vorratsraum leer fressen. Aber ob er dann, wenn du noch weiter zögerst, nicht auch deine Beute frisst? Er hat immer Hunger. Aber auch du musst leben. Stimmt. Werde ich das jetzt tun? Schmeckt scheiße, vor allen Dingen roh. Aber du hast nicht die Zeit, Opa zu kochen. Das stimmt. Also wirst du ihn mit irgendeinem Messer, was da liegt. Ich hoffe, Opa hat keine Leberzirrhose, denn Innereien essen sich meistens besser, weil die weicher sind. Ja, du wirst Innereien essen müssen. Du bist eher unerfahren. Also vermutlich greifst du irgendwie zu Organen, die du nicht aus Versehen beim Aufschneiden so zerteilst, dass du sie nicht mehr wiedererkennen kannst und von denen du weißt, dass sie dich, ach nee, krank machen können sie dich nicht, aber trotzdem wirst du ja keinen Darm essen. Nee, aber eine Leber. Eine Leber, ein Herz. Herzen sind wiederum sehr zäh. Es ist egal, wenn du es erstmal rausschneidest und dir einsteckst, kannst du es auch später noch essen, du weißt ja nicht, wie viel Zeit du hast. Das stimmt. Man muss die Beute sichern. Eine Leber ist was Gutes. Was gibt's noch Feines? Bauchspeicheldrüse, ich meine, die ist nicht so zäh, das geht. Die hat aber auch nicht so viel Gutes, obwohl doch, die hat immerhin genug Proteine. Nieren, theoretisch. Weil die muss man aber erstmal sauber machen, glaube ich. Naja, dafür hast du keine Zeit. Das stimmt. Man nimmt, was da ist. Ja, das stimmt. Und ansonsten wird da noch ein bisschen Muskelfleisch haben. Du wühlst in einem Menschen herum, bloßen Händen und einem Messer
müsst ihr dann wie ein wildes Tier in den Mund zu schieben und abzubeißen. Und irgendwann bist du fertig. Gut. Dann hockst du da über dem, was du von ihm übrig gelassen hast. Sein Gesicht ist ja noch intakt. Er blickt nicht vorwurfsvoll. Er blickt überhaupt nicht mehr irgendwie. Denn du hast ihn umgebracht und dann sein Fleisch gefressen. Ja. Und wenn du aufstehst, dann ist neben der Eingangstür ein Spiegel und zeigt das Gesicht deins, ausgezehrt, skeletthaft fast, voller Blut aus deinem Mund, eine gierige Fratze, die nur der Hölle selbst entsprungen sein kann, denn das ist es doch, was du jetzt bist. Ein Monstrum! Tada! Ich wollte damit andeuten, dass du dich auch ruhig mal sauber machen kannst. Nein. Dafür habe ich jetzt aber keine Zeit. Doch. Er wird erstmal die Menschen fressen. Alles. Na, dann habe ich ja ein bisschen alles. Zeit. Du hast Zeit. Er wird das Haus danach auch noch absuchen nach Silberbesteck, Bargeld, kleinen Hightech-Geräten, die Geld bringen könnten. Der hat zu tun. Na dann, nutze ich die Gelegenheit. Das ist doch schön. Du bekommst sogar noch ein paar Sachen, die er nicht in seinen Rucksack bekommen hat, an Esszeug und die er nicht gegessen hat. Die kannst du dir auch einstecken für dich selbst. Das ist aber nett. Nicht wahr? Also das sagt er nicht explizit, aber ich meine, er hat es dagelassen. Ja. Schön. Irgendwann seid ihr fertig. Ich nehme an, du hast dich ein bisschen gesäubert, ja? Ja. Hast vielleicht ein paar Sachen mitgenommen, die dir auf einer Reise noch nützlich sein könnten. Die haben zum Beispiel gute Winterschuhe. Die passen dir nicht vollständig, aber du passt rein. Ich hab doch Schuhe. Du hast Wanderstiefel. Du bist in der Dings unterwegs. Die haben Winterstiefel. Die gehen fast bis zu den Knien. Da sind 30 cm Schnee. Ja, wobei der Schnee ja eigentlich schmilzt in den Schuhen. Also das ist ja eigentlich nicht das Ding. Na gut. Also da sind eigentlich Schuhe, die dir passen, wesentlich besser als Schuhe, die dir nicht richtig passen. Wo aus denen rutschst du dann entweder raus und die sind so klein und dann gibt es Druckstellen. Und das ist noch viel schlimmer, wenn du laufen musst. Ich kann es nachvollziehen, das Argument, und werde es akzeptieren. Also du rüstest zumindest so ein bisschen. Die haben Tabak und die haben da, hier Papes. Ja, haben sie auch. Alles also, die klar. Die haben richtige Industriezigaretten, aber ist auch egal, du hast irgendwas. Ja. Geil. Ja, sie raucht eine Zigarette. Die Kippe danach. Genau. Wirst du mit ihm weiterziehen dann irgendwann? Ja. Ihr überquert ein kleines Tal. Also durchquert. Jetzt im Nachhinein ist mir aufgegangen, dass das eigentlich ziemlich dämlich ist. Die hatten da ja ein Schneemobil und alles Mögliche. Die wäre da schon echt zurückgekommen. Aber darum geht's nicht. Aber du wärst doch vom Schneemobil runtergekippt. Vor Hunger. Hä? Bevor du gegessen hattest? Ach so, ja, nee, ich meine hinterher. Ach so. Aber mit Diebesgut wegfahren ist vielleicht gar nicht so klug. Du wolltest also irgendwo hinfahren ohne Visum und Ausweis, ohne alles? Ja, ja. Na gut. Wenigstens kannst du die Sprache. Du durchquert ein kleines Tal. Es sei denn, die sind nur französischsprachig, aber zum Glück haben die beides. Und du wirst natürlich dann diesen kleinen Aufstieg mitmachen und in deinen eigenen Wanderschuhen diese untreuen Biester abrutschen. Den kleinen Abhang hinunter. Das mit deinem Bein erstmal nicht so schlimm. Auf einen Stein aufschlagen. Das klingt übrigens schlimm. Also, vielleicht klingt das noch nicht so schlimm. Sieht aber schlimm aus, denn ein Stück deines Knochens guckt dann plötzlich an der Stelle raus, wo er nicht rausgucken sollte. Rotkäppchen kommt sofort zu dir runtergestürzt. Guckt sich das an. Blickt dir ins Gesicht.
nickt. Aufmunternd. Verständnisvoll. Er schätzt dich als jemanden, nicht der, das ist, was er ist, aber als jemanden, der einen unvoreingenommenen Einblick gewinnen will. Und dann greift er in deine Taschen, klaut dir dein Portemonnaie, also nur das Geld daraus, dein Mobiltelefon, den Tabak. Er klaut dir deine Schuhe und deine Jacke und alles, was man sonst noch irgendwie zu Geld machen kann. Er bindet deine Schuhe genauso an seinen Rucksack wie die Schuhe seiner restlichen Opfer. Und dann zieht er weiter. Das ist gut, denn Sophie war zumindest in dem ersten Moment, weil das, glaube ich, unendlich wehtut, nicht wirklich dazu in der Lage, auch nur irgendwas dagegen zu tun. Tut schon sehr weh, ja? Ich denke auch. Ist jetzt nicht auf der To-Do-Liste, sag ich mal. Ich hoffe mal, das ist dann die Art von Bruch, bei der nicht auch noch irgendwelche Arterien verletzt werden und du blutest wie ein Schwein. Du blutest aber nur dort, wo der Knochen die Haut durchbrochen hat. Das ist nicht so krass dort an der Stelle. Weil es dein Schienbein ist. Ist natürlich eher schlecht fürs Laufen. Ach, Quatsch. Ja, die brauchen Weilchen. Bis die komischen, glitzernden Punkte vor den Augen irgendwann wieder weggehen. Und sie irgendwie der Meinung ist, dass sie zumindest jetzt irgendwie versuchen muss, irgendwo hinzukommen. Ich denke mal, das wird ihr nur sehr leidlich gelingen. Du müsstest erstmal noch, denn diesen kleinen Abhang kommst du nie in deinem Leben hoch, musst du den Rest runterrutschen. Du kannst versuchen, auf dem Rücken mit dem Kopf ran runterzurutschen. Nein. Das birgt nicht nur Risiken, sondern ist unkontrolliert und scheiße. Du kannst versuchen, mit den Füßen voran runterzurutschen. Dann musst du dein Bein festhalten, denn du kannst es ja nicht oben halten, weil das fürchterliche Schmerzen sind. Auch festhalten sind natürlich fürchterliche Schmerzen, aber dann besteht die Gefahr, dass wenn du runterrutschst und dann, du musst es ja irgendwie bremsen, dass du dann irgendwie... Also... Naja. Das ist eine echt Scheißstelle. Aber runter ist immer gut. Okay. Das wird Stunden dauern, bis du unten bist. Eine Strecke von 20 Metern, weil... Man fällt fast mal in Ohnmacht von den Schmerzen, die man sich selbst zuführt und sowas. Durchaus. Aber du bist unten. In einem kleinen Tal. Umgeben von nichts. Ja. Dann muss sie jetzt dieses... Und da liegst du dann auch den Rest des Tages und die folgende Nacht. Okay. Deine Wachzeiten sind nicht nur durchdrungen vom Gedanken Au, sondern auch vielleicht... Gibt's hier eigentlich Wölfe? Man weiß ja nicht. Oder anderes Esketier. Zum Beispiel. Eisbären wohl nicht. Vielfraße wohl auch nicht. Am nächsten Morgen kommt ein einzelner, dicht bepackter, wie es sich gehört. Man erkennt ja die Leute da nie wegen Schneebrille und einem Wandersmann. Dieses Tal entlang. In Richtung des Hauses. Als er dich erblickt, nimmt er die Brille hoch. Vor Schmerz kannst du sowieso kaum erkennen, was da eigentlich abgeht. Und dann versteckt er sich. Vor dir. Ernsthaft? Ja. Was? Ist hier noch in der Nähe des Hauses? Ich dachte, die ist ja schon längst weg. Ja, aber nicht weit genug, dass du nicht... Ich muss ja sagen, woher der kommt, aus welcher Richtung. Und es gibt im Wesentlichen nur zwei Richtungen, die eine Rolle spielen könnten. Und das eine wäre in Richtung des Hauses, aber
Ne, so dass er an dir vorbeilaufen würde. Grob. Ja. Brauchst du bestimmt eine Stunde, um wieder dort zu sein. Also, ich glaube, er scheint sie ja gesehen zu haben und hat sich dann aber versteckt. Aber ich glaube, Sophia hat dann auch wenige Minuten später wieder vergessen, dass es ihn überhaupt gab. Ausgezeichnet. Nach Stunden, die dir wie Stunden vorkommen, dreht ihr dann wieder aus dem Versteck. Unsicher. Stapft näher. Beschwerlich. Ungewohnt seine Schritte. So wie deine. Das ist ja, man macht das ja nicht alle Tage. Also dir offenbar nicht. Kommt näher. Beugt sie zu dir herab, nimmt die Brille ab. Und den Schal vom Mund weg. Sophie, hast du dich, ist das ein geschicktes Spiel, was ich jetzt versaut habe, wo du dich als Beute hingestellt hast? Das täte mir leid, aber ich habe sowieso noch eine Frage zum Reiseführer. Das eine Bild verstehe ich einfach wirklich nicht. Ist das dein Scheiß Ernst? Es tut mir leid, ich war mir halt nicht ganz sicher, du liegst ja schon echt lange, ob du jetzt ein gutes Beutespiel machst und das kommt ja offenbar doch keiner, ich habe auch keinen gesehen in der Nähe, deswegen dachte ich, ich sag dir dann vielleicht, dass es nicht klappt. Das ist ja echt nett von dir. Entschuldige bitte, ich wusste es nicht besser, was soll ich denn machen? Also das Bild von dieser Mauer, wo der Garten dahinter ist, wo die Backsteine fehlen, ich weiß nicht genau, was ich da sehe. Lass mich mit diesem Scheißbild in Ruhe. Was hab ich denn gemacht? Oh, du bist ernsthaft verletzt? Ja, verdammt nochmal. Okay. Na gut, dann kümmern wir. Hast du schon mal versucht, dich zu heilen? Hat sie schon mal? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat es nur einmal versucht. Klappt dann auch. Dann ist dann dein Knochen so ein bisschen unter größten Schmerzen ist dann wieder langsam in deine Haut. Nee, wir spielen Changing, nicht unter größten Schmerzen. Aber ist ein bisschen in deine Haut über Nacht so wieder eingefahren und hat sich schon mal in die richtige Position langsam verschoben. Ja. Tja. Soweit ich weiß, muss da hinten irgendwo ein Haus sein. Da kann ich bestimmt irgendwie eine Art Schlitten oder sowas auftreiben. Oder wir rufen von da jemanden an. Das willst du nicht. Glaub mir einfach, das willst du nicht. Na klar, glaube ich dir, wenn du es mir sagst. Ja, gut. Wir schienen jetzt dein Beinchen. Ich finde da schon irgendwas. Und dann wird das sehr unschön. Okay. Aha. Und wenn ich den einfach irgendwas klaue, ein Schneemobil oder so? Du willst da nicht hin. Na gut. Ich bring dich. Du siehst nicht aus, als würdest du hier hingehören. Tja. Das stimmt. Okay. Mein Aufenthalt hier war auch nicht so geplant. Wenn du es keinem weiter erzählst, dann warte. Er wird sich im Schnee wälzen, wie ein kleines Kind, ordentlich sein Gesicht patschen. Er wird sich ein paar Haare ausreißen und die über seine Arme und sein Gesicht streichen. Und dann wird er hinter den, er hat ja Stil, hinter sich, also verstecken, wo er sich vorher versteckt hat. Du siehst, dass er sich irgendwie seiner Kleidung entledigt. Ach nein, Changeling, das wird mitverwandelt. Er verwandelt sich vor deinen Augen in einen Yeti. Yay! Der Yeti ist genau so, wie man sich's vorstellt, ziemlich Yeti-haft auch. Und zottelig. Dann würde er dich erst irgendwie ein Weilchen auf dem Arm tragen. Das ist aber sehr anstrengend tatsächlich.
Er wird sich also dann, wird eine Möglichkeit finden, auf die eine oder andere Art, dich auf seinen Rücken zu schnallen. Das ist für dich etwas weniger, ist halt für dich etwas schmerzhafter. Aber dann sterben ihm wenigstens nicht die Arme. Er trägt dich schon ein paar Tage. Du kannst jeden Tag etwas heilen, das macht es jeden Tag etwas besser. Denn man muss ja, da du offenbar nicht hier bist mit einem Visum oder einer Genehmigung, auch eher nicht. Kann man dich ja nicht einfach irgendwie von jemandem rausfliegen lassen. Also von irgendeiner Art Notarzt oder so, das macht es hier nicht ganz so gut. Das heißt, man muss sie man muss zu irgendeinem Feenhäuschen gehen, wo die Leute wohlgesonnen sind. Das dauert. Du kriegst was zu essen. Die Dinge bessern sich. Und nette Unterhaltung. Ist doch auch was. Ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Was eigentlich, also eines, so zwei, drei Tage später, am Feuer. Schmerzen sind erträglich. Okay. Er hat auch übrigens hier sowas wie, ich meine, Ibuprofen nützt nichts. Aber vielleicht ein bisschen. Ach nee, verdünnt das auch das Blut? Ja, ein bisschen. Na gut, zum jetzigen Stadium sollte das keine Rolle mehr spielen, weil der Progress eigentlich nur noch innerlich ist. Ja. Also, hast du eigentlich auch das Mädchen gesehen im Riesen? Nee. Achso, ich dachte, wir hätten vielleicht das gleiche Ziel gehabt. Ah. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich für keine Geschichte der Welt nochmal irgendwie in den Schnee gehe. Es ist ziemlich anstrengend und beschwerlich und kalt. Scheiße, kalt. Aber in Amsterdam habe ich gehört von einer Geschichte von einem kleinen Mädchen, das hier in der Nähe lebte. Es war die kleinste ihres Alters und das hat sie fürchterlich traurig gemacht. Die anderen haben sich ständig über sie lustig gemacht, haben sie nicht mitspielen lassen und wenn, dann musste sie immer die Arschlochrolle übernehmen, weißt du? Nicht cool. Die Eltern haben sich schon Sorgen gemacht, weil sie so klein und mickrig war, all das. Das ist natürlich für so eine Kinderseele nicht schön, wenn du erfährst, dass mit dir was nicht stimmt, dass du nicht richtig bist. Also war sie immer mehr allein und fand eines Tages einen Riesen. Also kein Troll, sondern einen Riesen. Der war verdammt traurig, weil er so scheißengroß war. Der hat sich sogar eingegraben gehabt bis zur Brust, damit er nicht so groß ist, weil alles um ihn herum, die ganzen Menschen und Tiere, die waren so klein und er fand keinen seiner Brüder und Schwestern. Vielleicht der letzte. Und sie unterhielt sich mit ihm, weil sie meinte, es wäre doch toll, so groß zu sein und er meinte, es wäre toll, so klein zu sein. Natürlich konnten die jetzt nicht viel miteinander anfangen, aber irgendwann hat er sie hochgehalten, um ihr zu zeigen, dass es gar nicht so toll ist. Nur so ein paar Meter. Und da konnte sie halt Dinge sehen, die sie noch nie gesehen hat. Ein Vogelnest von oben in einem Baum. Schneespuren von so weit oben, dass es aussieht wie Ameisen. Sie konnte fast ihr ganzes Dorf sehen, obwohl das schon ein paar Kilometer weit weg war. Und natürlich war sie extrem begeistert und wollte noch weiter hoch und noch mehr sehen. Und irgendwann hat er ihr nachgegeben, hat sie auf seinen Kopf gesetzt. Und sie konnte ihr Dorf sehen und das Dorf da hinten ganz klein am Horizont, das ist das nächste, was dabei, habt den Namen vergessen. Und natürlich hat sie sich riesig gefreut und ihre Freude und ihr Hüpfen und ihr Tanzen hat natürlich auch sein Herz erweicht und er fühlte sich endlich wie jemand, der auch was Gutes sein kann, vielleicht gerade weil er so groß ist, jemand, der wichtig war. Also hat er die ganze Mühe auf sich genommen, hat sich ausgegraben, hat ewig gedauert, mühsam rauserhoben, er hatte sich ja schon ewig nicht mehr bewegt. Zu ganzer Größe aufgerichtet, in den Himmel hat er geragt. Und sie wollte das alles sehen, was er sehen kann, also setzte er sich auf die Schulter. Er war jetzt so hoch mit seiner Birne, dass er wegen der Winde dort oben, die so schnell und schaurig und laut sind, kein Wort verstehen konnte. Aber naja, ich meine, sie war bisher immer begeistert, umso höher sie war, also musste das für die das Beste der Welt sein, also hat er sich fröhlich auf den Weg gemacht. Nur ein paar Schritte ist er gegangen. Nur ein wenig. Aber er hatte sich so lange nicht mehr bewegt. Also die müden alten Steinknochen noch mal ein bisschen mehr kratzen zu lassen, wäre doch auch schön. Noch ein paar Schritte. Ein Spaziergang. Ich meine, die muss es gefreut haben.
Aber irgendwann hat er sich gefragt, was sie jetzt zu all dem zu sagen hat, und hat sich hingesetzt inmitten der Berge, die wohl einst seine Brüder waren. Das ist das ganze Gebirge, das hier steht. Und er holte sie von seiner Schulter runter und hielt sich vors Auge, und sie war eingeschlafen, bedeckt von Raureif und von Schnee und Eis. Ganz friedlich sah sie aus. Natürlich konnte er sie jetzt nicht wachrütteln. Erstens, naja, sah halt so nett aus, wie sie da lag und schlief. Und zweitens, wie soll er das machen? Soll er mal pusten, dann fliegt sie ihm von der Hand, soll er sie mit einem Finger berühren, dann bricht er ihr alle Knochen. Also muss er sie ja schlafen lassen. Er hat sie, weil die Welt gefährlich ist und auch er langsam müde wurde, hat er sie sich in eine Höhle gelegt, die nahe seines Herzens war. Und hat sich auch erstmal kurz hingesetzt, den Kopf runtergelegt zum Schlummern auf seine Brust. Und tatsächlich ist ja der Schlafzyklus eines Riesen sehr lang. Ich war da, ich war in der Höhle, und sie liegt tatsächlich da noch heute und schläft ganz friedlich. Es war echt schön zu sehen, es war, weiß ich nicht, traurig, aber hatte was Beflügelndes. Es war schon die reine Schönheit, die reine Unschuld. Und das klingt immer so komisch, wenn man das heutzutage sagt, wegen diesem ganzen, ne, bla, Unschuld. Aber war echt eine Reise wert, die ich nicht nochmal machen würde, auch nicht in diese Lande. Vielleicht ist ja was für dich, wenn du mal wieder ein vollständiges Bein hast. Mal gucken. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, wie wir zurückkommen. Aber ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir entweder bei Piraten anheuern, was ich nicht möchte, und hoffen, dass sie irgendwann mal in der Nähe unserer Küste anlegen, was höchst unwahrscheinlich ist, weil die Piraten ja eher immer nach in die warmen Länder ziehen, Somalia und so. Oder der gute alte Bananendampfer. Das klingt doch echt nach einem Plan. Ne? Wobei, naja, wir müssten erstmal dahin kommen, wo Bananen verschifft werden. Südamerika, sagst du? Das ist ein ziemlich weiter Weg von hier. Das stimmt. Ahornsirup-Dampfer. Ja, vielleicht exportieren die ja auch Schnee, haben wir ja gehört. Holzdampfer. Holzindustrie. Holz und Ahornsirup und Pelze. Ich glaube, was anderes verschiffen die hier nicht. Eigentlich nur Holz. Freundlichkeit. Nette Menschen. Unangenehm nett. Ich bin in einfach kleinen Dörfern gewesen, wo ich direkt vor mir sah, das perfekte Manöver, um die zurückzulassen, und jeder beschuldigt den anderen, dass er etwas genommen hat, und am Ende findet es sich in meiner Tasche. Und ich dachte mir, boah, ne, die sind so nett. Das bringe ich nicht übers Herz. Du meinst, dein schlechtes Gewissen hat dich davon abgehalten? Nee. Doch. Ja. Weißt du, der Plan lag schon vor mir offen. Er hat sich selbst geschrieben. Es war perfekt. Aber dann, die sind alle so nett. Den kann ja nicht mal ich was zuleide tun. Und du hast Opa getötet. Und gegessen. Und gegessen. Das ist tragisch. Naja. Es werden sich Leute finden, die eher was lernen müssen über das Leben. Die werden das dann schon gut ertragen. Was hattest du jetzt nicht verstanden? Du hast irgendwann mal gesagt, dass du irgendein Bild nicht verstanden hast. Oh, ja, ich würde es dir gern zeigen, mein Handy ist aber Schrott. Also, ein Garten und davor eine Mauer. Man kann ihn eher nur ahnen. Wie als könnte man, das hast du ziemlich gut gemacht, wie als könnte man auf diesem 2D-Bild über die Mauer drüber gucken. Und da fehlen ein paar Ziegel in der Mauer. Das Bild meine ich. Sagt dir das was? Ja. Keine Ahnung.
Wovon? Was ich da sehe. Das war der Garten meiner Großmutter. In den hat sie mich nie reingelassen. Bild großer Bedeutung von Meisterhand und Orakeln gefertigt, von dem sie selbst den wahren Inhalt, den Fingerzeig des Schicksals, noch nicht deuten konnte. Ist notiert. Ich bin hier, um Geld zu machen und nicht, um mir anzuhören, dass das am Ende nur das Bild deiner Großmutter ist. Und ich dich jetzt hier noch in dieser scheiß Winterlandschaft dafür für die Info gesucht hab. Was ist... Also ich sag mal, ich find's erstmal nicht so schlecht, dass du mich gesucht hast. Ja, stimmt ja, ansonsten hätte ich dich ja gar nicht mehr fragen können. Und ich meine, ich war ja eh in der Gegend. Siehst du? Na gut. Es kann sein, wir werden... Ich meine, dein Bein sieht schon besser aus nach ein paar Tage der Reise und du bist geheilt. Und dann werden wir mal gucken, wie wir die Weiterreise anstellen. Findet sich immer was. Übernachtung ist auch übrigens kein Problem, sobald du gesund bist. Die Eshu haben von jeher das Recht auf Gastfreundschaft, solange sie sich benehmen. Ich habe vor, mich zu benehmen. Niemand wird mir das Gastrecht abschlagen. Das ist aber nett von den Leuten. Jedenfalls, solange ich genug Glanz aufbringen kann unter Umständen. Wir werden sehen. Ansonsten gibt es ja dann auch irgendwann wieder Models und so. Ja. Aber planen wir nicht so weit voraus. Du hast ja bestimmt noch ordentlich Schmerzen. Ein bisschen. Aber erzähl mir noch mal von eine Sekunde bitte. Von Bisnack. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Na gut, ich vermute ja, dass wieder jetzt die Moralapostel wie Pilze aus dem Boden schießen. Also lasst mich da direkt ein paar Dinge klären. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir spielen Changeling, wir spielen keine Menschen. Vampire dürfen töten und Feen nicht, oder was? Ich kenne eine Feengeschichte, in der eine alte Hexe zwei Kinder im Wald, die sich verirrt haben, aufnimmt. Das Mädchen versklavt den Jungen, mästet und ihn dann bei lebendigem Leib verbrennen will, um das Fleisch von seinen Knochen zu reißen. Gehört dazu. Ich finde, gehört auch dazu, dass Feen mit Menschen spielen und wie sie wie Laborratten benutzen, so wie David das gemacht hat. Ne? Menschen sind unter Umständen für die Wesen zweiter Klasse. Wenn meine Spieler das so ausleben wollen oder das so spielen wollen, dann habe ich da kein Problem mit. Die können auch die großen Verteidiger der Menschen werden. Habe ich auch kein Problem mit. Vermute ich aber eher nicht. Ne? Punkt 2. Die Rotkappe hätte Sophie verhungern lassen. Der hat ihr einen Riegel gegeben in halben, damit sie genug Kraft hat, um dort drin zu jagen. Der hat ihr eine Chance gegeben und mehr nicht. Wenn sie zu schwach ist, dann hat sie es nicht verdient, Winterorakel zu sein. Wenn sie Opa nicht schnell genug gegessen hätte, dann
der Rotkappe der Hunger ist unendlich und verzehrt sie oder er wird gestillt. Das heißt, die Rotkappe hätte Opa gegessen, hätte Sophie es nicht getan. Punkt 3. Ist es okay, dass sie Opa umgebracht hat? Fraglich. Man könnte es durchaus als Notwehr betrachten. Immerhin hätte er sie vermutlich sonst erschossen. Der war jetzt nicht die allergrößte Gefahr. Aber wir bewaffneten sie erstmal im ersten Moment nicht. Und das müsste sich gerichtlich verhandeln lassen. Vermutlich, rechtlich, wäre es noch nicht direkt Notwehr gewesen. Aber ich glaube, viele Menschen hätten versucht, etwas zu tun, bevor Opa etwas tut. So. Und am wichtigsten, Punkt 4. Ist Menschessen denn wirklich so schlimm? Spezifischer. Ist es so schlimm, wenn man die Toten isst? Es gibt Kulturen, die haben das gemacht, aus maßgeblich religiösen Gründen. Warum das in den größten Teilen der Weltbevölkerung nicht als okay gilt, hat ja schon mal keinen evolutionstechnischen Ursprung. Man könnte höchstens argumentieren, es ist irgendwie doof, die Toten zu essen, wenn die krank sind, weil Seuche. Allerdings hat der Mensch bewiesen, dass riesige Seuchen, gerade in den Städten, er trotzdem einigermaßen gut übersteht. Und bei den Tieren klappt es ja irgendwie auch. Die fressen ja auch ständig alles, was da tot rumliegt. Auch die eigene Art. Es ist zu vermuten, dass es für uns nicht okay ist, Menschen zu essen, weil wir erkennen, dass andere Menschen ein Bewusstsein haben, wir die also mit uns gleichsetzen und ihnen einen gewissen Wert zusprechen und deswegen macht man das halt nicht. Man isst nichts mit Bewusstsein, im Gegensatz zum Tier, was man isst, weil es kein Bewusstsein hat. Man könnte auch sagen, okay, das Tier steht schon unter einem, auch wenn die meisten das nicht zugeben wollen, dass sie das so empfinden. Dann könnte man auch argumentieren, für eine Fee steht der Mensch unter ihr. Und wir haben nun mal eine Kultur, die ganz stark religiös gespeist ist in ihrer Entwicklung. Und Religion kann ja viele Werte bestimmen. Einerseits, auf der anderen Seite ist sie aber auch nur Spiegel der Zeit. Beispiel Christentum. Das Christentum im Mittelalter hat nicht maßgeblich die Werte der Nächstenliebe und so in den Vordergrund gestellt. Nee. Die Werte, die im Mittelalter vom Christentum irgendwie interpretiert wurden und ausgelegt wurden, waren andere. Da war auch ganz viel Repression im Spiel. Also mehr als heute. Und man kann in zumindest die drei Hauptreligionen, Judentum, Christentum, Islam, alles reininterpretieren, was man will, man gerade Bock hat. Warum das Christentum jetzt so besonders eine tolle Liebekirche ist, ist ja eher, weil es die Werte der Aufklärung angenommen hat. Nicht die Werte des Christentums. Ich meine, die kann man da auch drin sehen, wenn man will, aber es sind die Werte, die in der Aufklärung aufkamen. Kann man also sagen, dass wenn wir uns kulturell anders entwickelt hätten und diese irgendeine andere Splittersekte damals an die Macht gekommen wäre, anstatt Jesus mit seinen Leuten, dass wir vielleicht unsere Toten essen würden und das vollkommen okay wäre, weil es nun mal aus religiösen Gründen müssen wir unsere Ahnen verspeisen, um ihre Geister in die nächste Welt zu begleiten. Ja, klar kann man das. Es wäre sehr denkbar, denke ich. Also ist es falsch, die Toten zu essen? Nee. Und würde man es Leuten verzeihen, die bei einem Flugzeugabsturz irgendwie anfangen, da Leichen zu fressen, auch die am Anfang noch überlebt haben und dann erfroren sind, damit sie überleben? Na klar, ist das irgendwie okay. Und in so einer Situation war Sophie auch. Das heißt, bitte verurteilt den Charakter und bitte verurteilt Flummi, aber macht es euch nicht ganz so leicht. Es ist hier nicht schwarz und weiß. Es ist beige. Beige. Es ist nicht gut und böse, denn das sind Kategorien. Keine Ahnung, die haben wir doch eigentlich im Alter von 9 Jahren aufgegeben. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall waschen, denn ich habe schon wieder Spieler verteidigt. Und das ist nicht meine Aufgabe. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, was du mich hier so mutig getrieben hast. Scheiße, Alter, das ist nicht mein Job.